Ein Unternehmen, das von Anfang an beim Tag des traditionellen Handwerks dabei ist, ist die Firma Heide Keramik in Jahnsdorf. Hier entsteht aus Meisterhand Zerbrechliches aus Ton. Beim Zuschauen ist man immer wieder gespannt und ebenso gebannt, was alles auf einer Töpferscheibe Form und Gestalt annimmt. Bis aber aus einem Klumpen Ton ein brauchbares Geschirr wird, sind viele Arbeitsschritte notwendig. Also das Ausgangsmaterial ist Ton. Unser Ton kommt aus dem Westerwald, wird uns fix und fertig geliefert. Wir bereiten den nochmal auf und da wird die Luft nochmal rausgezogen in einer Vakuumstrangpresse. Und dann bereiten wir Klumpen vor und dann geht das mit den Töpfern los. Das sieht man dann hier, so ist der Klumpen. Aus so einem Klumpen wird ungefähr so eine Tasse. Die ist dann ganz weich, kann noch nicht bearbeitet werden. Die muss erst langsam antrocknen bis in den lederharten Zustand. In dem lederharten Zustand kommt die dann nochmal auf die Scheibe, wird nochmal abgedreht, die Oberfläche geklettet, Fingerabdrücke beseitigt. Und in dem Zustand kommt dann der Henkel ran oder was auch immer einmodelliert wird. Haare, Hüte, Füße, je nachdem. Wenn dann das Gefäß fertig ist vom Aussehen, wird es getrocknet. Wenn es getrocknet ist, sieht es dann so hell aus, einfach dadurch, dass das Wasser verschwunden ist. Und es geht das erste Mal 5% ein. Nach dem Trocknen werden die Sachen dann bemalt. Gemalt wird alles mit einem Pinsel, ohne Schablonen. Die Farben sind Metalloxide. Und die Farben sehen nach dem Malen so hell aus, Pastellfarben aus, werden dann intensiver durch den Brand. Wenn die Sachen dann gemalt sind, muss man die vorsichtig anfassen, weil die Malerei abzuwischen geht. Und dann werden die glasiert. Glasiert wird alles, was klein ist und in ein Fass passt, eingetaucht, wieder rausgezogen. Große Sachen wie Bodenvasen werden mit der Spritzpistole glasiert. Also wird mit der Spritzpistole die Glasur aufgetragen. Nach dem Glasieren sieht alles so weiß aus. Die Malerei ist jetzt hier unten drunter. So kommt es dann in den Ofen. Wir haben einen Elektroofen. Wird eingeräumt, alles weiß. Dann wird die Tür zugemacht, wird gebrannt bei 1270 Grad. Ungefähr 10 Stunden, anderthalben Tag wieder abkühlen auf Raumtemperatur. Und wenn das dann wieder aus dem Ofen kommt, sieht es aus wie das letzte Gefäß, wo dann die Glasur transparent geworden ist, durchsichtig. Die Farben haben sich entwickelt und es ist nochmal 5% eingegangen. Also insgesamt werden die Sachen dann 10% kleiner. Und vom Klumpen bis zum fertigen Gefäß dauert es im Schnitt 4 Wochen. Wenn die Keramiken eine gewisse Trocknung hinter sich haben, bekommen sie ihr farbliches Dekor. Hier legt Christine Hallank Hand an. Sie ist Glas- und Keramikmalerin. Von ihr bekommen die jeweiligen Gefäße ihr individuelles Aussehen. Bei dieser Art der Pinselmalerei kommen natürliche Farben wie Eisenoxid braun und Kobaltoxid blau zur Anwendung. Da Christine Hallank bei der Dekorgestaltung nicht mit Schablonen und genauen Vorlagen arbeitet, ist jedes Stück ein Unikat. Aber nicht nur Vasen, Teller und Tassen bietet Heide Keramik an. Das Angebot ist vielfältig. Es umfasst zusätzlich noch Figuren in allen Größen und zahlreiche Dekoartikel für jede Jahreszeit.